Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration Koch- und Backclub. Heute gibt es nach einiger Zeit mal wieder ein Video für euch. Und zwar zeige ich euch eine super leckere Dessert-Idee mit Paradiescreme, frischen Erdbeeren und Schokocookies. Alles natürlich passend zur Fußball-Weltmeisterschaft in Schwarz-Rot-Gold. Natürlich hier ein bisschen abgewandelt mit Braun und ja, Vanille würde ich die Farbe einfach mal nennen. So schön sieht das Ganze aus. Die richtige Dessert-Idee für die nächsten Fußballspiele. Und wie ich das Ganze gemacht habe, zeige ich euch jetzt. Für diese Dessert-Idee braucht ihr lediglich drei Zutaten. Ich benutze einmal Paradiescreme für die unterste goldene Schicht, dann Erdbeeren für die rote und richtig schöne dunkle Cookies. Ich habe hier Double Chocolate für die oberste Schicht. Die Paradiescreme bereite ich mit Milch zu und die Erdbeeren werden klein geschnitten und ein bisschen gezuckert. Die Paradiescreme ist super einfach und schnell gemacht. Einfach das Pulver in 300 ml kalte Milch einrühren. Die Paradiescreme kommt dann kurz in den Kühlschrank und ich kümmere mich in der Zwischenzeit um die Kekse. Die müssen nämlich auch noch klein gemacht werden. Dafür gebe ich sie hier einmal in meinen Mixer. Dann kommt der Aufsatz drauf und los geht's mit dem Kekse zerkrümmeln. Nach ein ganz paar Minuten sind dann alle drei Komponenten bereit. Die Creme, die Beeren und auch die Cookies. Und ich kann anfangen, das Ganze in meine Gläser zu schichten. Anschließend einmal glatt streichen. Weiter geht's dann mit den Beeren. Schön vorsichtig aufgeben, damit sie nicht zu tief durchsinken. Und ganz zum Schluss kommen dann natürlich noch die Kekskrümel darüber. Ich hoffe natürlich, euch hat dieses Video gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, natürlich Daumen nach oben dalassen. Und vielleicht habt ihr ja auch Lust, mir unten in die Kommentare zu schreiben, welches Team ihr bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft anfeuert und unterstützt. Einfach unten kommentieren. Und ja, vielleicht möchtet ihr auch meinen Kanal abonnieren. Dafür einfach unten den Abonnieren-Button drücken und natürlich auch die kleine Glocke daneben. Dann verpasst ihr in Zukunft kein weiteres Video mehr. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Do-It-Yourself-Inspiration Koch- und Backclub. Tschüss!